Willkommen zurück zu Mario Kart 8. Das letzte Mal hatte ich mit Roy gespielt. Ich war froh, dass ich das letzte Mal noch den ersten Platz erreicht hatte, also allgemein. Mit 47 Punkten. Hatte leider aber keinen Stern bekommen. Nun kommt ein Grand Prix 200 CCM Wendy ran. Der letzte Charakter, den ich noch nicht gespielt hatte. Und sie war ja auch der letzte Charakter, den ich freigespielt hatte. Gut, die Karts sind wieder langsam, das ist sehr gut. So, Blood Cup, oh Gott, und dann noch Sorbeland. Wahre Arena könnte ich vielleicht noch schaffen, je nachdem. Instrumentalpiste weiß ich nicht, Yoshi-Tal auch nicht, aber Sorbeland, oh Gott, das wird eine Hölle wahrscheinlich. Ja. Ja, ich nehme diese Aufnahme und die zwei Aufnahmen davor. Also für Folge 28 und 29 habe ich alle am selben Tag aufgenommen. Die sieht merkwürdig aus. Ihr Hupen klingt auch sehr merkwürdig. Wieso komme ich hier gleich zum Schleudern? Ich brauche ein anderes Fahrzeug. Ich komme mit diesem nicht klar. Ich denke mal, das liegt an der Haftung. Haftung oder Handling? Ich komme überhaupt gar nicht mit dem klar. Der ist ein bisschen schwierig zu driften. Ich habe echt auf die Werte jetzt nicht genau geachtet. Ich habe nur ein bisschen auf den Tempo geachtet. Ich sollte wirklich auf alles achten und nicht nur auf den Tempo. Diesen Fehler mache ich jedes Mal. Und jetzt ist sie zu schnell wieder. Hallo. Wieso? Oh. Oh Mann, was machst du da? Jetzt darf ich erneut anfangen, weil das Fahrzeug kacke ist. Ich nehme jetzt ein ganz anderes Kart. Ich komme damit überhaupt gar nicht klar. Wieso nehme ich den Kack auch?
Klappt es wenigstens jetzt oder liegt es vielleicht an der Strecke? Aber nee, beim ersten Cut, also beim ersten Versuch, wollte es nicht richtig driften und jetzt war das mir ein bisschen zu schnell. Wir sind jetzt schon bei 5 Minuten. Okay, ich wird oder so alles gekürzt. Ich knall da jedes Mal gegen. Es läuft jetzt einigermaßen besser. Ja, was machst du? Hör auf! Was war das denn jetzt? Wendy, übertreib es bitte nicht. Und was war das jetzt für ein Kack? Übrigens sehe ich auf der Karte jetzt, dass sein Herz ist. Also wenn man hier genau die Kurven fährt. Es war relativ in Ordnung. Mit diesem Kart und dieser Einstellung komme ich jetzt definitiv besser klar. Aber dennoch hat sie sich ein bisschen angestellt. Ja, sicher. Toll. Er hat kein Item genommen und ich hatte gerade die Chance gehabt. Und fahre nicht mal selber rein. Mann, fahr doch mal normal. In Städten mal nach vorne zu schießen? Nein, muss er unbedingt nach vorne. Immer auf den Spieler. Boah, das war sehr knapp. Ja, was mache ich denn da? Oh, ja! Hi! Ja, fahren wir noch normal oder willst du weiter besoffen fahren? Also hier werde ich glaube ich nicht Erster, so wie sie sich anstellt. Und so wie ich auch fahre. Mann!
wurde dennoch Erster? Okay, weil ich auch gut, weil ich auch schon die Pflanze viel früher eingesetzt hatte, dass ich dann halt schneller vorwärts komme. Vielleicht deswegen, dass ich dann noch Glück hatte. Oh, ich hasse rutschige Strecken, besonders in 200 CCM, aber ich glaube, das habe ich schon öfters gesagt. Ich glaube, hier wird es auch, glaube ich, ein bisschen schlimm werden. Ich glaube, das hat ja auch viele Kurven, wa? Einigermaßen. Da konnte ich nichts machen. Ich bin bewusst jetzt nicht die Abkürzung. Die Hupe, die gefällt mir. Warum? Hallo, geh nach links. Wendy. Verarsch mich jetzt hier nicht am Ende. Scheißbetrug hier! Scheißbetrug hier! Vor allem, ich hab doch bei der einen Kurve gebremst! Wieso ist sie trotzdem nach der... Ich hasse sowas! Mann, jetzt bleibt er mal hier oben! Ich hasse sowas einfach! Wenn das Spiel nicht einfach mitmacht! Oder wenn hier der Charakter nicht mitmacht! Manchmal gehen sie, reagieren sie nicht. Wenn ich um die Kurven gehe. Und deswegen sieht es manchmal so aus, als würde ich überhaupt gar nicht richtig mich bewegen. Und ja, ich weiß, es hat auch ein bisschen was mit dem Driften zu tun. Eigentlich hätte er doch am Ende noch... Mann, was machst du da? Boah, sie ist fast aus dem Schleudern gekommen. Ja komm, erzähl mir nichts.
Das ist Verarsche. Das ist eine größte Verarsche überhaupt, weil ich nicht in die Bahn einer reingefahren bin. Überhaupt nicht. Die ist einfach da reingefahren. Nein, sie ist wirklich automatisch da reingefahren. Ernsthaft, kann auch mal einmal wieder was normal funktionieren. Alter. Ich bin zwar Erster und hab den Goldpokal. Schön und gut, aber dennoch. Boah, ey. Die letzten zwei Rennen waren für mich Betrug gewesen. Könnt sagen, was ihr wollt. Das war für mich Betrug gewesen. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugesehen habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal beim letzten Cup. Tschüss.